Die Methode ist eine ähnliche wie die von Sloterdijk. Sloterdijk bedient immer pragmatisch die beiden Seiten, während Sloterdijk grundsätzlich immer das Gegenteil des Gegenteils der anderen Theoreme annimmt und dann wieder, weil nur die Königin von England ihren Machtwillen behaupten kann, indem sie wechselwendische Launigkeit produziert gemäß dem Gesetz, dass ihr Wille Gesetz sei, wieder schnell mal auf die Gegenseite wechselt, um dann wieder das Gegenteil davon zu behaupten. Eigentlich immer nur Quasi- oder Alibi-Marxismen, Quasi- oder Alibi-Lakonianismen, Quasi- oder Alibi-Untot sein wollen, aber Dampfknödel essen und Suppenknödel-Logik anwenden, Witzigkeiten zum Speichelbeförderung anbieten. Aber die Witze sind gut, muss man sagen. Der gestrige Witz war die des Kaufmanns, der in der Synagoge vor dem Allmächtigen sagt, er sei ein Nichts, und die des unbescholtenen Bourgeois, der das Gleiche behauptet, woraufhin ein Prolet kommt und das Gleiche sagt, woran der eine den anderen anstupst und sagt, wer ist der Typ, der es eher von sich behaupten darf oder sagen kann, er sei auch nichts.